Nur wenige Menschen wissen, dass Alkohol und Nikotin auch Hauptauslöser für chronische Bauchspeicheldrüsenentzündungen sind. Es muss einen auslösenden Reiz geben, einen chronischen sozusagen Entzündungstrigger. Das sind häufig externe Noxen, das heißt in den häufigsten Fällen Alkohol und oder Nikotinabusus, die dazu führen. Das können aber auch medikamentöse Ursachen sein. Medikamente können eine chronische Pankreatitis auslösen. Es können Lager- oder Ganganomalien in der Bauchspeicheldrüse selber sein, die das machen. Und es gibt auch Autoimmunentzündungen, die das verursachen. Die können ganz unterschiedlich sein. Das kann auch weitgehend asymptomatisch verlaufen. Das heißt, dass dann so eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung unter Umständen erst relativ spät erkannt wird. Dann fallen häufig eben Verdauungsstörungen auf. Das heißt, die Patienten haben häufig Durchfälle, sehr fettige Stühle. Das ist so ein typisches Symptom. Die können einen Gewichtsverlust erleiden, einfach weil die Verdauung gestört ist. Es kann sich ein Diabetes entwickeln. Es gibt aber auch ganz andere Verlaufsformen, wo immer wieder akute Schübe sozusagen auf dem Boden dieser chronischen Pankreatitis verlaufen, dann mit akuten Entzündungen oder eben mit starken Schmerzschüben. Der erste und wichtigste Faktor ist natürlich, wenn man ein auslösendes Agent, sozusagen einen Schadstoff sozusagen identifizieren kann, dass man den beseitigt. Das heißt, Alkohol, Nikotinkarenz oder eben auslösende Medikamente nicht mehr weiterführt. Autoimmunentzündungen würde man dann immunsuppressiv, das heißt stark entzündungshemmend und das Immunsystem sozusagen runterregelnd behandeln. Und dann würde man natürlich die Folgeerscheinungen behandeln. Das heißt, wenn es zu einem Funktionsverlust der Bauchspeicheldrüse kommt, eben die Verdauungsenzyme ersetzen. Das kann man im Prinzip relativ einfach mit Kapseln sozusagen ersetzen, die zu den Mahlzeiten eingenommen wird, um die Verdauung zu verbessern, eine eiweißreiche und energiereiche Ernährung. Und wenn es tatsächlich so weit fortgeschritten ist, dass es zu einem Diabetes kommt, eben auch entsprechend eine Insulintherapie.